Hallo. Hi. Wir sind Ilan und Anja und bauen uns derzeit ein Tiny House auf Rädern. In unserem letzten Video hatten wir euch gebeten, uns Fragen zu stellen, ob es um das Tiny House, unseren Lifestyle geht. Alles, was euch eben so in den Sinn kam. Es ist super viel zusammengekommen, weshalb wir dieses Video auch in zwei Parts teilen möchten. Und heute starten wir mit Teil Nummer 1. Wir haben eure Fragen in den folgenden Kategorien untergeordnet oder eingeordnet. Reisen und Stellplatz. Dann haben wir die Kategorie Zeitplanung, Finanzen. Dann die Kategorie Planung. Und Leben. Und Leben, genau. Wir fangen also an mit der Stellplatzsuche und dem Reisen. Wie ist der aktuelle Stand, was die Stellplatzsuche angeht? Haben wir denn schon einen Stellplatz? Nein, wir haben noch keinen festen Stellplatz. Haben wir denn inzwischen weitere Campingplätze besucht? Und wenn ja, wie sind da unsere Erfahrungen? Wir haben einige Campingplätze besucht. Wir durften nur leider nicht filmen. Es war einfach nicht erwünscht. Sonst ist aber die erste Erfahrung eine recht positive. Ja. Also es war halt schon so, dass auf manchen Campingplätzen auch schon Tiny-Häuser standen. Das hat uns positiv überrascht. Es gibt natürlich Regularien, die eingehalten werden müssen. Es gibt natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch Parzellen zu bekommen, die etwas größer sind, auch wenn sie noch keine Zu- und Abwasserleitung haben. Da ist dann natürlich von Vorteil, wenn man einen Frisch- und Abwassertank hat. Oder wenn man sich gewissermaßen auch mehr selbst versorgen kann mit einer Trockentrenntoilette. Also das ist eher positiv. Und die Räder, ne? Die Räder sind auch nicht unwichtig. Das haben wir jetzt eigentlich auf jedem Campingplatz gehört, dass es gar nicht so verkehrt wäre, wenn man doch flexibel bleibt. Also wenn man in der Lage ist, das Haus auch hin und wieder mal zu bewegen, wenn das vonnöten ist. Wir haben ja zwei Campingplätze, die haben ein Hochwasserproblem ein- oder zweimal im Jahr. Und da wäre es sinnvoll, das Haus dann auch mal bewegen zu können. Das haben wir uns zumindest so auch immer vorgestellt und auch gedacht, mit unserer Bauweise eben auf Mobilität zu setzen. Genau, weil die 3,80 Meter sind, soweit wir das jetzt mitbekommen haben, auch das Limit in der Höhe für Campingplätze. In unserem Fall sind wir ja auch ein bisschen drüber. Und da muss man einfach mit dem Risiko rechnen, dass es passieren kann, den Platz verlassen zu müssen. Ja, ansonsten haben wir aber auch Campingplätze besucht, wo ein Zweitsitz möglich ist. Stimmt, ja. Das Ganze ist natürlich immer abhängig von der Gemeinde oder von dem Ort, die man sich gerade befindet. Ist die Gemeinde eher positiv besonnen gegenüber Tiny-Häusern oder dem Wohnen auf kleinem Raum oder eher negativ? Das weiß man immer wie erst. Zentral liegt man, ne? Ja. Ja, das weiß man immer erst, wenn man vor Ort ist und mit den Menschen spricht. Also bis jetzt war unsere Erfahrung eher positiv. Es gibt immer Ausnahmen und es lohnt sich immer, so haben wir gemerkt, einfach hinzufahren, mit den Leuten zu sprechen, über die Ideen zu sprechen und dann entstehen auch ganz oft einfach Umsetzungsmöglichkeiten. Wollen wir überhaupt auf einem Campingplatz stehen? Oder Tiny House Park oder auf einem Grundstück, wo wollen wir überhaupt stehen? Was wäre so unser Wunsch? Wäre der Campingplatz unsere erste Wahl? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn wir bei Wünsch dir was wären, dann würden wir uns natürlich am liebsten ein kleines Grundstück in einem Sondergebiet wünschen, vorstellen, weil wir glauben, uns da am ehesten verwirklichen zu können. Wir können uns allerdings auch sehr, sehr gut vorstellen, in einem Tiny House Village zu leben. Ich glaube, das wäre richtig cool. Ja. Aber auch ein Campingplatz ist möglich. Wir haben da welche gesehen, wo Parzellen auch etwas weiter voneinander entfernt sind, wo die Grundstücke einfach etwas größer sind. Denn diese ganz engen Parzellen, wo man wirklich Zaun an Zaun ist, das ist eher weniger unser Ding. Aber auch da müssen wir flexibel sein. Wir haben erst das Haus gebaut und suchen dann einen Standort. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du auch das Sonder- oder ein Sondergebiet erwähnt hast als Wunschort. Wir haben dazu auch ein Video. Wir verlinken euch dieses gerne zum Thema Stellplatzsuche oder Stellplätze in Deutschland. Es bedarf einer Baugenehmigung, wenn ich ein Haus dauerhaft bewohne. Auf einem Grundstück muss dieses beispielsweise erschlossen sein. Das Haus braucht dann den Stadtsicherheitsnachweis. Energieeinsparverordnung. Energieeinsparverordnung, also einen Energieausweis braucht man. Und natürlich eine Baugenehmigung und so weiter. Und das sind alles Dinge, die wir umgehen wollten. Wir haben uns für ein mobiles Haus auch aus diesem Grund entschieden, weil wir sehen das ganze Thema noch als eine deutliche Grauzone. Und in einem Sondergebiet, wie beispielsweise einem Campingplatz oder einem Tiny House Village, das funktioniert so, dass es da keinerlei Baugenehmigung bedarf, sondern das entscheidet dann immer noch der Campingplatzbesitzer in Rücksprache mit der Gemeinde. Die nächste Frage, wohin soll es überhaupt gehen? Haben wir irgendwelche Wunschorte auf dieser Welt? Ja, wir lieben die Wärme, wir lieben die Sonne und könnten uns auch gut vorstellen, irgendwann in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland. Südfrankreich. Irgendwann,
irgendwo, wo die Weinberge auch noch zu sehen sind, das Meer. Ja, dort irgendwo zu landen. Also ja, vermutlich erst mal Europa. Eine Europatour fänden wir auch richtig cool, aber das ist einfach mit super viel Geld und einem Zugfahrzeug verbunden, welches wir ja nicht haben. Obwohl ich die skandinavischen Länder auch sehr interessant finde. Also auch sehr spannend. Sehr aber sehr so vom ersten Bauchgefühl und unserer kulinarischen Richtung würde es uns in den Süden ziehen. Aber ist jetzt auch schwierig, ne? Da das im Moment unrealistisch ist, könnten wir uns definitiv auch eigentlich jeden Ort in Deutschland vorstellen, ob das irgendwo zwischen Berlin und Köln ist, da wo unsere Familien nun mal auch sind, sind wir da flexibel. Das hängt auch immer von den Jobs ab, aber da können wir uns eigentlich alles vorstellen. Wir sind der Meinung, dass wir, wenn wir zusammen sind oder auch das Haus bei uns haben, man sich überall auch ein kleines Zuhause schaffen kann. Dann kommt auch eine sehr schöne Frage, ob wir uns, sofern wir das Reisen verwirklichen könnten, auch einen Hafen wünschen, also einen Ort, an den wir immer wieder zurückkehren können. Also ich würde antworten, dass das schon schön wäre. Ich finde eine Art Hafen für unsere Arche gar nicht so verkehrt. Aber wir wissen halt noch nicht, wo dieser Hafen sein wird. Wir fühlen uns natürlich auch in Deutschland sehr wohl, weil hier unsere Familie ist. Eine Frage kriegst du noch. Wie oft würden wir denn planen, das Haus zu bewegen? Wir können uns tatsächlich vorstellen, 1 bis 2 Mal im Jahr umzuziehen. Es kommt ganz drauf an, was sich jetzt gerade so ergibt, auch mit Corona und mit der Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Ja. Also wir sind da eigentlich auch sehr flexibel. Aber 1 bis 2 Mal im Jahr einmal im Jahr fanden wir realistisch, dass das möglich ist. Es kann aber auch einmal alle 4 oder 5 Jahre sein. Also das. Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir auch Abschied davon genommen haben, an unseren Plänen ganz starr festzuhalten, weil das unserer Meinung nach auch schnell zu Enttäuschungen führen kann. Es hilft einem natürlich, ein Ziel vor Augen zu haben und jeden Tag auch daran zu arbeiten. Aber wir haben einfach gemerkt, unser Ziel ist erstmal das Haus. Reisen wäre total schön, ist aber nicht mehr Priorität Nummer 1. Wichtig ist erstmal, dass das Haus fertig wird und wir einen Ort finden, wo wir erstmal stehen und leben können. Und dann schauen wir weiter. Also wir sind da, ja, wir wären jetzt nicht enttäuscht, wenn es in den nächsten 3 Jahren nicht klappen würde, weil wir unser Ziel oder unseren Traum vom Tiny House wenigstens schon mal erfüllt haben. Ja, aber es wäre schon schön. Diese Frage stand ja auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass man ja alle 4 Monate umziehen müsste, um den Standsicherheitsnachweis zu umgehen. Mhm. Das haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir uns, wenn, dann erstmal in Sondergebieten wiederfinden. Aber das ist alles noch sehr hypothetisch und das war auch nicht das primäre Ziel, sondern eben das Ziel, mobil zu sein. Und jetzt wollen wir das Haus erstmal fertigstellen. Das hätte man, glaube ich, dann auch in der Planung und Konstruktion ganz anders angehen müssen. Ne? Also immer mit dem Blick eben auch wirklich diese Genehmigung bekommen zu können. Womit ziehen wir das Tiny House? Mit einem Ranger? Oder haben wir ein eigenes Auto? Das kann man vorab beantworten. Nein, wir haben kein eigenes Auto und wir sind auch nicht im Besitz des Ford Rangers, mit dem wir unser Tiny House abgeholt haben. Das Video können wir euch gerne auch nochmal verlinken. Wir haben uns das Auto gemietet und das ist auch die Mindestgröße, die wir brauchen, um unser Tiny House zu ziehen. Eigentlich wäre uns ja noch eine andere Größe lieber, ne? Wir haben auch dazu ein Video, welches wir euch gerne verlinken können, zum Thema Zugfahrzeug und Reisen mit dem Tiny House. Genau. Wir wünschen uns ein recht schweres Fahrzeug. Je schwerer das Zugfahrzeug, desto sicherer die Reise. Oder ruhiger die Fahrt. Oder desto ruhiger die Fahrt. Mhm. Eher ein Dodge Ram tatsächlich oder ein F250 Ford. Das sind aber Modelle, die kriegen wir in Deutschland, also den Ford zum Beispiel, den würden wir in Deutschland so gar nicht so easy bekommen, weil die eben nicht wirklich importiert werden durch die Straßenbreite, die wir hier in Deutschland haben. Aber es gibt 2 Händler, ne? Ja, stimmt. Wir haben 2 gefunden. Wir haben zwei Händler gefunden, die mit amerikanischen Autos handeln, beziehungsweise diese verkaufen und auch vermieten. Ja, also wir würden uns jetzt nicht so ein Auto kaufen. Nee. Das ist A, viel zu teuer, auch nicht nur in der Anschaffung, sondern auch in der Haltung. Da müssen wir jetzt erstmal unser Haus abbezahlen. Aber im Rahmen einer Kooperation oder Zusammenarbeit könnten wir uns doch dann auch vorstellen, auch gerade das Fahrverhalten mit unterschiedlichen Autos in Bezug auf Tiny Häuser zu testen. Das würde uns, glaube ich, auch riesig Spaß machen. Ja. Ja, ansonsten Mietwagen. Die letzte Frage zu dieser Themengruppe. Mhm. Wenn wir unser Haus regelmäßig bewegen und wir merken würden, dass das Haus wie auch immer dadurch Schaden nehmen könnte und gefährdet wäre,
Würden wir uns dann einen festen Standort suchen oder wie würden wir damit umgehen? Nicht mehr bewegen. Definitiv nicht. Wir würden uns einen Standort suchen und das Haus dann dort abstellen und dann ist es das erstmal, weil das wollen wir eigentlich nicht gefährden, ne? Nee, auf keinen Fall. Ach so, an dieser Stelle auch noch zu erwähnen, wir können das Haus ja vollkommen von unserem Anhänger lösen. Das heißt, der Anhänger ist, also das Haus ist nicht abhängig von diesem Anhänger. Es ist natürlich darauf ausgelegt, aber das Haus lässt sich lösen. Deshalb ist es ja auch eine Fracht, die wir transportieren. Das bedeutet, dass wenn der Anhänger beispielsweise mit Leidenschaft geraten sollte, dass wir das Haus dann einfach vom Anhänger lösen und auf ein festes Fundament nach stellen könnten. Bauvorschrift stellen können. Das müsste dann aber, das wird dann nochmal ein ganz neuer Prozess. Mhm. Aber auch das ist eine Möglichkeit. Kommen wir zur Zeitplanung. Wir haben dort folgende Fragen. Wir beginnen mit der ersten Frage. Wann kommt das Tiny House wieder? Unser Tiny House wird im August wieder zu uns kommen und wir werden auch im Juli das letzte Mal zur Tiny House Baustelle reisen, um dort eben die Installation dann auch abzuschließen, damit alles vorbereitet ist für den Transport wieder zu uns in den Garten. Dann die nächste Frage. Wann wollen wir einziehen? Am liebsten sofort, so wie das vor einem Jahr auch schon war. Ich glaube, realistisch wäre zu sagen, dass wir bis Ende des Jahres zu 90% mit unserem Haus wirklich durch sind. Natürlich wird ab August auch wieder unsere Arbeit intensiver und zeitintensiver, vor allem, dass wir nicht wie jetzt auf der Tiny House Baustelle 2-3 Wochen am Stück auch mal arbeiten können. Das wird schlichtweg nicht mehr möglich sein. Demnach sind wir froh, wenn wir 1 bis 2 Tage die Woche noch freischaffen können, um eben an unserem Tiny House weiterzuarbeiten. Da müssen wir einfach gucken, wie sich das entwickelt. Aber der Plan ist, bis Ende des Jahres mit dem Innenausbau so weit durch zu sein, dass wir zu Beginn nächsten Jahres einziehen können, beziehungsweise zum Frühjahr nächsten Jahres dann auch unseren eigenen Standort haben oder temporär einen Campingplatz gefunden haben. Wie lange hat das gesamte Bauprojekt gedauert? Lange. 2,5 Jahre bis jetzt. Und es wird wahrscheinlich 3 Jahre dauern, bis das Haus fertig ist. Insgesamt gehen wir jetzt mal von aus. Nächste Frage. Ja. Wäre es nicht sinnvoller gewesen oder wäre es nicht allgemein sinnvoller, Profis die Fertigstellung zu überlassen? Wenn wir die Wohnung in Berlin nicht aufgegeben hätten, also wir noch Miete zahlen müssten und für die Halle, also da, wo unser Tiny House gerade steht, wenn wir dort auch noch Miete hätten zahlen müssen, also doppelt und dreifach, dann wäre es definitiv günstiger und sinnvoller, den Bau des Hauses ausschließlich von Profis durchführen zu lassen. Dem ist aber nicht so. Das heißt, bei uns fallen diese 2 Komponenten weg und wir zahlen monatlich bereits seit einem Jahr unser Haus ab. Und deshalb ist es für uns auch günstiger, viele Dinge auch selbst zu machen. Und wir haben auch nicht den Zeitdruck. Das heißt, wir können uns für viele Entscheidungen und Recherchen auch Zeit lassen. Ja. Sind somit super intensiv bei dem Bau dabei, können viele Dinge selbst machen, wie jetzt zum Beispiel auch unsere Heizung selbst einbauen, uns mit den Themen beschäftigen, unser Haus auf einer ganz anderen Ebene von Grund auf besser kennenzulernen. Ja. Und demnach ist es ja wegen der Gegebenheiten bei uns nicht sinnvoller. Also wenn man diesen Luxus nicht hat, so wie wir, dann wäre es durchaus sinnvoller, so schnell wie möglich fertig zu werden. Wir haben diesen Luxus, wir haben eine ganz tolle Familie, die hinter uns steht, die uns unterstützt. Und auch unser Hersteller, wo und wir unser Hersteller können. Auch, der uns die Möglichkeit gegeben hat, das Haus dort erstmal abzustellen, auch im Zuge natürlich des Gaskastens, dass wir den haben berechnen lassen von ihm. Vor Ort. Statisch, genau. Mhm. Und dass wir dann ja auch die Problematik hatten mit dem Elektriker bzw. Gaswasserinstallateur, dass wir da nicht so leicht rangekommen sind an jemanden. Wir haben einfach gemerkt, dass es sich lohnt, auch manchmal diesen ungewissen Weg einfach zu beschreiten. Es werden sich immer neue Möglichkeiten eröffnen. Und wir haben jetzt einfach das große Glück, dass wir unseren Traum so verwirklichen können, dass es für uns noch bezahlbar ist oder zumindest in einem monatlich bezahlbaren Rahmen. Ich denke, wir haben auch unsere Familie so ein bisschen angesteckt mit dem Thema Tiny House. Ne? Das Feuer, welches bei uns eben immer noch brennt, das hat sich übertragen und wir haben eben alles auf eine Karte gesetzt und sind sehr zufrieden, wo wir heute stehen. Es ist nie eine Selbstverständlichkeit und es öffnen sich immer neue Wege und neue Türen. Es kann immer was schief gehen, aber wenn man es nicht probiert, dann wird man es nie rausfinden. Wir hoffen, wir konnten zu diesen Themen schon mal eure Fragen beantworten. Wie gesagt, in der kommenden Woche geht es dann noch mal detaillierter um das Thema Finanzen, um die
Planung? Um die Planung selbst, wie stark wir involviert waren und das Leben im Tiny House, auch mit Kindern. Also schaltet gerne wieder ein, abonniert unseren Kanal und Daumen nicht vergessen, gerne. Oh ja. Und bis nächste Woche. Tschüss.